Ich habe nur einmal einem Kunden das Messer ins Bein gerammt. Meine Mutter war sozusagen mein Zuhälter. Ich habe am Tag, so nachdem Miete schon bezahlt wurde, ungefähr 1500 Euro zu der Zeit verdient. Also schon so 30.000 bis 40.000 Euro im Monat. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Lifeline-Kanal. Wir reden gleich mit Sarah. Sarah wurde als Kind von ihrem Vater mehrfach missbraucht, von ihrer Mutter auf einen Straßenstrich verkauft. Das ist so unglaublich, was für Stories manche Leute haben, aber hört es am besten selbst. Erstmal, Sarah ist nicht dein richtiger Name, deinen richtigen Namen sagen wir nicht und wir können dich auch nicht ganz zeigen. Woran liegt das? Zum Schutz mir und meiner Familie gegenüber. Wie alt bist du jetzt ungefähr? In welchem Altersspann? Ich bin jetzt 30. 30. Hast du Geschwister gehabt? Ich habe 8 Geschwister. Krass, so viele. Davon 4 leibliche und 4 Halbgeschwister. Jo, meine Familie war nicht so toll. Ich bin mit 3,5 Jahren vom Jugendamt in eine Pflegefamilie gekommen. Und ja, also der Fall, warum ich in die Pflegefamilie gekommen ist, war, meine Mutter ist schwerst heroinabhängig. Ach, krass. Und mein Vater hat uns Kinder missbraucht. Bin dann abgehauen von meiner Pflegefamilie, weil sie mich auch nur geschlagen und ausgenutzt haben. Und bin dann ins Kinderheim gekommen, ja. Es tut mir so absolut leid, aber wenn ich noch einmal ganz kurz zu deiner leiblichen Familie kommen darf. Also deine Mutter, nehme ich an, war schon heroinabhängig, bevor ihr ja auf die Welt gekommen seid. Was haben deine Eltern gearbeitet? Mein Vater kommt von der belgischen Armee, der war in Deutschland stationiert. Und meine Mutter war Prostituierte. Ja. War dein Vater Belgier? Ja. Und das ist auch eher ungewöhnlich, glaube ich, oder dass man als Prostituierte eine feste Beziehung noch mitführt? Oder ist das gar nicht so ungewöhnlich? Nicht ungewöhnlich. Gar nicht ungewöhnlich, okay. Ja. Und mein Vater war halt von Montags bis Freitags auf dem Stützpunkt. Der ist dann halt nur zum Wochenende gekommen. Und meine Mutter war halt von Montags bis Freitags nicht zu Hause. Hat uns immer alleine gelassen in der Wohnung. Und ja, ist dann erst gekommen, wenn kurz bevor mein Vater nach Hause gekommen ist, dass das nicht auffällt. Ach krass. Ja. Mhm. Aber wenn jetzt diese Sachen vorgefallen wären und es geht aufs Wochenende zu, hattet ihr Angst als Kinder, dass Papa nach Hause kommt oder so? Daran kann ich mich nicht so wirklich erinnern. Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, wenn Papa nach Hause kam, gab es erstmal Schläge. Okay. Hat uns erstmal alle in eine Reihe gestellt und dann durfte jeder sich die Tracht Prügel abholen. Warum? Weiß ich nicht. Ich denke mal, wo er seine Wut dann einfach an uns rausgelassen hat. Und dann hat er halt entweder mich und meinen Bruder zusammen mitgenommen oder jeden einzeln mitgenommen, wo das dann halt stattgefunden hat, der Missbrauch. In ein Nebenzimmer? Oder? Nee, immer im LKW. Der hat ja oft den LKW von der Kaserne mitgenommen. Und dann ist er mit dem LKW mit uns losgefahren. Schattig. Und hat irgendwo gehalten, wo niemand war. Mal eine Stunde, mal auch ein bisschen länger. Mal ist er auch mit mir nach Belgien gefahren, über die Grenze, ja, wo wir dann auch mal ein paar Tage waren. Habt ihr mit Leuten darüber geredet? Nee, ich habe erst gesprochen, wo ich dann bei der Therapie war. Also unwahrscheinlich krass. Und dann in der Pflegefamilie später, in die du dann gekommen bist, also nicht die Pflegefamilie, sondern dieses betreute Wohnen. Warst du da schon in therapeutischer Betreuung? Gar nicht. Die ganzen Jahre überhaupt nicht. Bis ich dann so mit Richtung 11, 12 problematisch wurde. Ich habe so mit 10 den ersten Joint mal probiert. Mit 10 schon? Ja, wo es dann aber noch nicht so regelmäßig war. Dann vielleicht so alle 6 Monate mal ein Joint geraucht. Und dann, ja, durch meine älteren Mitbewohner im Kinderheim bin ich dann halt, die haben mich halt immer mitgenommen, wenn ich gefragt habe, darf ich mitkommen? Und dann so mit 12, 13 habe ich dann angefangen, jeden Tag zu trinken und jeden Tag Gras zu rauchen. Und bin halt alkoholisiert und voller Drogen nach Hause gekommen. Und die Erzieher haben halt regelmäßig mit uns Alkoholtests und Drogentests gemacht. Ich bin jedes Mal durchgefallen natürlich. Und das hat sich eigentlich immer die ganzen Jahre so gezogen, also wo ich dann oft Abmahnungen bekommen habe, wo das Kinderheim irgendwann gesagt hat, du kannst hier nicht mehr weiter wohnen. Sie durften mich aber nicht rausschmeißen. Sie mussten warten, bis ich eine neue Wohnung, also was Neues habe, wo ich leben kann.
ich bin kriminell geworden, habe Ladendiebstahl, also nicht kleine Ladendiebstähle, also schon große, wo es um viele Beträge ging. Echt? Ja. So, schon gleich damit angefangen, nicht mit Alkohol oder Zigaretten oder so erstmal? Nee, also Zigaretten habe ich schon mit 10 geraucht. Und dann kamen halt die Drogen und Alkohol dazu. Und bei den Drogen und Alkohol fing ich dann an, in Rewe Zigaretten zu klauen. Also dann 20, 30 Schachteln am Tag, die ich dann auf dem Schulhof weiterverkauft habe. Oder Alkoholflaschen geklaut, weil die anderen sich nicht getraut haben. Dafür habe ich dann aber auch den Originalpreis verlangt. So. Also ich habe halt aus allem Geld gemacht, um meine Drogensucht zu finanzieren. Und wo, ja. In dem Alter schon Drogensucht? Ja. Mhm. Marihuana vor allem? Oder was? Ja, Marihuana und Speed war dann zum Teil auch mit dabei, ja. Mhm. Wie alt warst du da? Das erste Mal Speed habe ich mit 14 probiert. Ja. Heftig. Ja. Okay, also das heißt schon, wenn man es so mal sehr milde ausdrücken will, schon sehr früh eigentlich auf eine schiefe Bahn gekommen. Ja. Also so mit irgendwann, also du hast mit 16 dann dich selbst aus der Schule entlassen? Ja, dann habe ich halt die 2 Ausbildungen angefangen, nicht zu Ende gemacht. Habe halt viel Blödsinn gemacht und wurde halt dann auch zu Gerichtsurteilen verurteilt, war im Jugendhaft gewesen. Wie alt warst du dann etwa? So 17,5. Okay, aber das ist doch jetzt eigentlich auch das Alter, in dem sie dich so langsam rauswerfen können, oder nicht? Nee, bis nicht? 18. Bis 18, okay. Mhm. Und das heißt, dann ging die Zeit noch so weiter und dann wurdest du 18 und dann haben sie gesagt... Eine Woche vor meinem 18. Geburtstag haben die gesagt, wäre schön, wenn du deine Taschen packst. Und ich hatte halt keine Wohnung, ich hatte nichts, wo ich hätte danach hingehen können. Ich habe halt zu der Zeit die Adresse von meiner Mutter bekommen vom Jugendamt. Und dann habe ich halt gedacht, ja, dann rufst du mal die Nummer an, habe ich angerufen. Und ich hatte meine Mutter seit meinem 3. Lebensjahr, 3,5 Jahren halt vorher nicht gehört, geschrieben, gesehen, gar nichts. Gar keinen Kontakt? Gar nichts. Seit 15 Jahren? Ja, ja. Krass, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst kommen. Und dann habe ich halt meine Tasche gepackt und bin dann zu ihr nach Hannover gefahren. Okay, also obwohl du sie nicht gesehen hast, also ihr habt das erste Mal wahrscheinlich einfach telefoniert? Ja. Wo warst du da? Im Kinderheim. Okay, das heißt, du hast sie angerufen, sie nimmt ab. Und was hast du dann gesagt? Ich bin deine Tochter, wie geht's dir? Ja, also es war eigentlich ganz schnell, innerhalb von 5 Minuten war das abgeklärt, wo sie gesagt hat, sag mir, wann du kommst. Und ja, ich habe ihr dann am Morgen gesagt, ich habe jetzt mein Zugticket, ich setze mich jetzt in Zug und bin in 3 Stunden dort. Und sie war gar nicht überrascht, schockiert oder sonst nee, was? Nee, gar nicht. Hat nicht gefragt, wie war es die letzten Jahre? Nee, gar nichts. Es ist abgefahren. Und ja. Also gut, du bist dann zu Hannover. Hat sie dich vielleicht abgeholt am Bahnhof oder so? Nee, oder ich bin komplett zu ihrer Adresse. Und dort hat sie mich dann vor der Haustür abgeholt. Sie ist runtergekommen? Sie ist runtergekommen, hat mir meinen Koffer noch hochgetragen. Und dann haben wir eigentlich nur gesprochen, wie es mir geht und wie es ihr geht. Und das war es eigentlich. Also wir haben nichts über die Vergangenheit wirklich gesprochen. Nichts über meine Geschwister oder über den Rest meiner Familie, also gar nichts. Kein herzliches Wiedersehen oder in nee. Irgendeiner Form? Nee. Wie würdest du die Atmosphäre beschreiben? Kühl vielleicht? Sehr kühl, sehr also kühl. Keine Umarmung, kein Keine kein Umarmung? Nix. Nee. Und war deine Mutter immer noch so wie vorher, dass sie meistens weg war? Oder? Ja, die ersten 2 Tage war sie eigentlich immer draußen. Weil sie sich ihren Schuss setzen musste. So, ne? Die war halt immer noch heroinabhängig. Und ja, dann am 2. Tag kam sie dann hoch und hatte einen Joint dabei, den sie dann zusammen mit mir geraucht hat. Und dann hat sie gesagt, ja, ich gehe ja putzen. Wenn du möchtest, kannst du ja heute Nacht mal mitkommen. Und ja, das habe ich dann mit Ja beantwortet und meine Mutter hat mich dann abends mitgenommen. Dann sind wir halt in Hannover City reingefahren am Bahnhof. Und dann hat sie, da gibt es so Fixerbuden, wo man sauberes Besteck besorgen kann. Und hat sie erstmal noch Drogen gekauft. Und ich habe dann das erste Mal gesehen, wie sich meine Mutter Heroin spritzt. Und ja, nachdem sie sich in Schuss gesetzt hat, hat sie mich mit auf den Strich genommen, anstatt zum Putzen. Ja. Irgendwo in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ja.
deine Mutter spritzt dich und sagt dann, komm mit. Ja. Und ihr seid dann die Straße lang gelaufen, habt ihr noch mal einen Bus oder sowas genommen? Nee, weil direkt am Hauptbahnhof in Hannover ist halt das Drogenviertel, wo die ganzen Heroinabhängigen rumlungern und direkt dahinter ist, fängt halt schon das Rotlicht an in Hannover. Und da ist halt ein Riesenbezirk, wo halt nur Rotlicht stattfindet und illegale Straßenstrich stattfindet. Und wir haben dann halt auf den illegalen Straßenstrich gestanden. Dachtest du, es geht zum Putzen? Spätestens da musst du ja... Am Anfang habe ich gedacht, wir gehen wirklich putzen. Aber okay. Wo wir dann dort standen, habe ich gesagt, okay, aber ich konnte auch gar nicht reagieren in dem Moment. Ich habe gar nichts, ich wusste ja vorher gar nicht, was das so wirklich ist, Prostitution. Und ja, meine Mutter hat halt gesagt, ja, da kriegen wir schnell Geld her. Dann bin ich zweimal mit ihr mitgegangen, wo sie halt einen Freier bedient hat. Und für mich war es irgendwie nicht abschreckend, aber auch irgendwie, ja, ich habe irgendwie gar nichts dabei gefühlt, so. Und dann am nächsten Tag hat sie halt gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du ja auch mal probieren, du kriegst halt mehr Geld. Und ich habe halt gedacht, ja, ich mache das, damit meine Mutter zufrieden mit mir ist. Also ich wollte eigentlich die Zuneigung von ihr dann in dem Moment haben, aber habe gar nicht realisiert, dass meine Mutter mich probiert, zum Anschaffen zu schicken. Ich habe das nicht als böse empfunden oder als schrecklich. Sie hat deine Mutter auch schon so ein bisschen Puffmutter-Status irgendwie gehabt, dass sie dich da mit reingeholt hat? Überhaupt nicht. Also in Hannover auf dem Straßenstrich, da steht jede Frau für sich selbst. Meine Mutter hatte niemanden hinter sich stehen, also keinen Zuhälter. Die hat das alles nur gemacht, um ihre Drogen zu finanzieren. Und ja, meine Mutter war sozusagen mein Zuhälter. Ich habe das Geld rangeschafft, den zweiten Tag halt. Sie hat es mitgenommen, hat gesagt, ja, ich gehe mal kurz was kaufen, kam wieder, hat sich Heroin davon gekauft oder Koks davon gekauft, um dann Crack zu kochen, um mir und ihr dann Crack anzubieten. Abgefahren. Und ja. Wie viel Prozent hat sie ungefähr genommen? Alles. Alles? Und direkt für Drogen umgesetzt. Ja. Krass, also das heißt, du hast praktisch nichts davon gesehen und sie hat alles Geld verwaltet und das meiste davon einfach sofort für Heroin ausgegeben. Ja. Mhm. Auch krasse Frage, weißt du noch, wie die allererste Person aussah, die dich da angesprochen hat? Mhm. Gar nicht. Gar nicht mehr. Okay. Ja, ich wusste noch nicht mal, was ich mit den Kunden machen sollte. Ich weiß, dass der erste Kunde mich aufgeklärt hat, was ich zu tun habe für dieses Geld. Ja. Also, wie ging es dann weiter? Die Tage verstreichen? Ihr zieht zusammen los, Mutter streicht immer das Geld ein, holt sich die Drogen. Ich glaube, ich war ungefähr eine Woche bei ihr, wo wir das gemacht haben. Dann hat sie halt so einen Marokkaner aus so einem Café, das war so ein türkisches Café an diesem Straßenstrich, der halt Interesse an mir gezeigt hat und der hat halt meiner Mutter Geld angeboten und dann hat er mich mitgenommen. Wie, einfach mitgenommen? Ja, meine Mama hat gesagt, du gehst jetzt mit dem mit und wir sehen uns wieder. Bis später. Du wusstest nicht, okay, und du dachtest, das ist jetzt wieder einfach so ein Kunde. Ich dachte halt, ist jetzt wieder so ein Kunde und der hat mich halt ins Auto gepackt und ist mit mir nach Hamburg gefahren. Das war, glaube ich, 2 Tage vor meinem 18. Geburtstag. Und du warst noch nicht mal 18? Ja. Das innerhalb dieser ersten 5 Tage hat deine Mutter dich schon verkauft eigentlich? Ja, ja. Und der hat mich mit nach Hamburg genommen und dann waren wir in so einer, ja, unten war halt so ein Nachtclub drin gewesen, so ein Table Dance Laden und der hat mich halt direkt nach oben gebracht und dort kam dann auch der Besitzer von diesem Haus und der hat halt nach meinem Pass gefragt und dann hat er gesagt, oh, du bist noch gar keine 18, du musst hier oben bleiben, wenn du runterkommst, kriege ich und du Ärger mit der Polizei. Und dann habe ich halt 2 Tage mit den Frauen, die halt dort gearbeitet haben, die haben mich halt gut aufgenommen, haben mit mir Shoppingtour gemacht in Hamburg. Und ich habe halt gedacht, oh, die sind ja voll nett und so. Münkebergstraße. Reeperbahn waren wir. Da haben sie schon gleich Arbeitsklamotten für mich besorgt. Und ich habe das halt als schön empfunden, so, ne? Und dieser Marokkaner hat denen halt Geld gegeben, damit die für mich einkaufen gehen. Und ja, ich habe die halt gut wahrgenommen, diese Frauen. Ich dachte auch, wir können gute Freunde werden, die sind ja ganz nett und so.
Drogen haben sie mir auch besorgt, also mein Kokain und mein Gras habe ich dort auch bekommen. In Überfülle, so viel Drogen habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. So. Das heißt, du hattest gar nicht mal den Gedanken, jetzt irgendwie wegzulaufen? Nee, gar nicht. Und dann, wo ich 18 geworden bin, ist der Marokkaner halt gekommen. Und dann hat er halt gesagt, ja, du kannst dann hier bleiben, die Frauen arbeiten dich ein, die zeigen dir alles, wie es funktioniert. Und ja, nach einer Woche, wo ich dann eine Woche schon in dem Laden gearbeitet habe, habe ich dann mit ihm immer mehr Ärger gehabt. Er hat mir Druck gemacht, ich sollte ihm Geld geben. Und da hat das dann angefangen, dass ich gecheckt habe, okay, es ist doch nicht so prickelnd, was ich hier mache, weil diesen Stress mit einem Mann kannte ich halt nicht. Und er ist dann auch immer gekommen und hat im Laden Ärger gemacht, dass ich ihm doch mein Geld geben soll. Und ja, ich war dann immer noch so rebellisch, dass ich gesagt habe, warum soll der mein Geld kriegen? Ich bin dann tagsüber losgestiefelt mit dem Geld, was ich nachts verdient habe und habe mir teure Sachen gekauft. Und wenn der dann abends kam, hat er halt seinen Briefumschlag verlangt und ich habe halt in den Briefumschlag immer Quittungen reingesteckt. Was für Quittung? Von den Sachen, die ich gekauft habe. Ach so, okay. Ich habe jetzt für ihn sein Geld. Ja, ja. Ausgegeben, komplett bis auf den letzten Cent. Ja, ja. Und ja, dann hat er halt eine Woche hat er das so mitgemacht, bis er dann gesagt hat, kriege ich heute Abend wieder nur einen Umschlag mit Quittungen, dann kriegst du eine Trachtprügel. Ja, die habe ich dann auch eingesteckt, die Trachtprügel. Und das ging dann über viele Wochen so mit ihm. Auch persönliche Frage, wie hat er dich geschlagen? Also, Gesicht und Oberkörper hat er mir mit Fäusten grün und blau geschlagen. Okay, ja. Schon sehr aggressiv. Ja. Und danach meintest du, okay, jetzt mache ich das nicht mehr mit den Quittungen? Nee. Dann habe ich ihm halt Geld gegeben und... Und trotzdem nicht drüber nachgedacht, aus der ganzen Sache wieder rauszusteigen? Nee, kam ich gar nicht auf den Gedanken, weil bei mir war im Hintergedanke, wo soll ich hin, ne? Ich hatte keine Wohnung, keiner, der mich hätte aufgenommen. Zu meiner Oma habe ich mich auch nicht getraut anzurufen, ob sie mir helfen kann. Und war eigentlich so mitten in der Scheiße und habe keinen Ausweg gesehen. Ja, das war halt ein paar Wochen so, bis ich dann im Milieu verkauft wurde von dem Marokkaner an einem anderen Mann. Und der hat mich halt nicht mehr so behandelt. Der hat mich nicht geschlagen, der hat mich nicht fertig gemacht. Im Gegenteil, der hat mich mitgenommen zum Essen, der hat mich ausgeführt ins Kino, Schwimmen, Urlaub mit mir gemacht und hat natürlich das Geld verlangt dafür als Gegenleistung. 100% musste ich komplett alles ihm geben. Aber für mich war dann, wenn er gesagt hat, möchtest du einkaufen gehen, dann sagst du Bescheid, dann gebe ich dir Geld. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, der gibt mir jetzt 100 Euro oder so. Und eigentlich hat er mir fast 5.000 Euro in die Hand gedrückt, hat gesagt, bitte sehr, mach dir einen schönen Nachmittag, ruf an, wenn du fertig bist, ich schicke noch jemanden, der holt dich ab. Und dann ging es halt los, dass ich gedacht habe, Milieu ist was Schönes. So, ne? Also ja, dann habe ich mich eher gefreut, dass ich mir so teure Sachen kaufen konnte, was ich halt vorher nicht konnte. Prada oder was? Ja. Also Louis teure, Vuitton, ja, muss ich sagen. Ja. Und für mich war es halt dann irgendwann... war ich so manipuliert, dass für mich dieses Milieu nicht schlimm war. Es doch richtig cool ist, wenn man dann schön teure Sachen kaufen kann. Bis hin zur Eigentumswohnung, die er für mich organisiert hat, wo ich unterschrieben habe, er hat bezahlt. Gefälschte Führerscheine, die er mir besorgt hat, hat mir ein paar Fahrstunden auf dem Verkehrsübungsplatz gegeben, hat mir ein schönes Auto vor die Tür gestellt. Was für eine Marke? Ein SL, Mercedes SL war es gewesen. Krass. In Zitronengelb. Ja. Krass. Und ich wurde halt immer mehr manipuliert. Ne? Immer, guck mal, was du bekommst, wenn du mir das gibst. Und ich habe es gar nicht als schlimm mehr gesehen, weil ich wurde ja nicht geschlagen von ihm. Gar nichts. Ist das diese Sugar Daddy? Er war halt Puffbesitzer. Ja. Der hat viele Bordelle und Straßenstrichs besessen. Er war an mein Geld gar nicht angewiesen, also der hat am Tag bestimmt seine 80.000 Euro Einnahmen durch seine ganzen Läden und Straßen, die er besessen hat, weil ich musste zu der Zeit 200 Euro für mein Zimmer in Hamburg bezahlen
plus noch 150 Euro für den Straßenstellplatz. 200 Euro monatlich? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, mhm. Also 200 Euro fürs Bordellzimmer? Ja. Nur, krass, dass ich darin 24 Stunden arbeiten durfte, duschen, Fernsehen gucken, was auch immer. Wie groß war das Zimmer? Weil ich halt Frau vom Chef war, habe ich das größte Zimmer gehabt im Laden. Und sonst waren die Zimmer so im Schnitt 15 bis 20 Quadratmeter. Ja. Wie alt war der Chef? Bestimmt schon über 50. Über 50? Ja. Aber ich hatte mit ihm auch keine sexuelle Beziehung, ne? Also, okay, er hat gesagt, wenn du möchtest, natürlich, aber wenn du nicht möchtest, ist es für mich okay, weil du könntest meine Tochter sein, ich möchte sowas nicht. Ach krass. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich wollte das ja auch nicht. Und ja, so haben wir halt fast 2,5 Jahre miteinander verbracht, er und ich. War das, okay, also auch irgendwie eine komische Beziehung? Hättest du zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist mein Freund oder so? Nee. Nee. Wir haben immer gesagt, Geschäftspartner. Mein Geschäftspartner, okay. Ja. Ja, zu der Zeit war es für mich Familie so, ne? Weil es gab halt nicht diese Terrorisieren zwischen den Frauen, dass man Eifersucht geschoben hat oder so. Für jede Frau war immer das Ziel, viel Geld zu verdienen, um ein gutes Ansehen im Laden und in der Gruppe zu haben. Weil es wurde halt auch offen getragen, wer was wie viel verdient hat. Wie wird das offen getragen? Im Tresor. Jede Frau musste ihren Umschlag in den Tresor legen und auf dem Umschlag draufschreiben, wie hoch die Tageseinnahmen waren. Und dann hat man da die anderen Briefe gesehen, ja, und wusste, mhm, mit Namen oder und Zahl oder so, ja, wie viel die anderen verdient, ja, haben. Mhm. Und 200 Euro am Tag. Also wie viele Männer braucht man denn am Tag, um das zu bezahlen? Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, waren die Preise noch ein bisschen höher. Da waren, Standardpreis war bei uns damals für 20 Minuten 50 Euro, eine halbe Stunde 80, die Stunde war 150. Und ich habe am Tag, so nachdem Miete schon bezahlt wurde, ungefähr 1500 Euro zu der Zeit verdient, also schon so 30.000 bis 40.000 Euro im Monat. Krass. Und ja, über die Jahre wurde es immer weniger, umso schlimmer die Prostitution eigentlich wurde. Ne? Das heißt, sie ist schlimmer geworden, wenn ich sehe. Ja, also wo dann die ganzen Ostblöcke nach Deutschland gekommen sind, wo die dann zu Europa gekommen sind und hier frei arbeiten durften, umso schlimmer wurde es. Also ja, und auch umso schlimmer die Preise, die wurden immer niedriger. Und dann irgendwann habe ich halt, ich war halt sehr eingesessen mit meinen Regeln und mit meinem Geld so im Milieu. Ich habe halt andere Regeln kennengelernt, was man darf, was man nicht darf. Und umso mehr ich halt durch Deutschland irgendwann gereist bin im Milieu, umso schlimmer wurde es, umso weniger Geld wurde es. Und irgendwann waren es eigentlich nur noch Prostitution, um deine Miete zu bezahlen und deine Drogensucht irgendwie noch zu finanzieren und vielleicht noch eine Mahlzeit am Tag finanzieren zu können. Ja. Hattest du ein Konto oder sowas? Nee. Das heißt auch gar keine Rücklagen? Nee. Du hast wirklich, wenn man so möchte, von Tag auf den anderen gelebt, ja, und der, mhm, Zuhälter hat dir mehr oder weniger gegeben, was du brauchst, aber und jetzt hier und da mal schick shoppen, aber das, ja, war's auch. Ja. In Urlaub, ist er mit dir zusammengefahren dann? Ja, der in Hamburg ist mit mir in Urlaub gefahren und die anderen dann nicht mehr. Ach, die haben dich dann weiterverkauft? Ich bin irgendwann abgehauen. Okay. Okay. das heißt, nach wie vielen Jahren in Hamburg? Ich glaube, 2,5 bis 3 Jahre waren es ungefähr. Dann bin ich halt abgehauen. Ich habe meine Taschen gepackt, bin nach Mallorca geflogen. Und das wusste aber niemand? Nö. Das heißt, du hast deine Tasche gepackt, bist raus zum Flughafen und gesagt, ja, wie viel kostet Flug nach Mallorca oder so? Ja, habe dann noch, ich glaube, 5, 6 Stunden gewartet, bis der nächste Flieger geflogen ist. Bin losgeflogen und ja. Nach 3, 4 Wochen hat mich da die Polizei auf meinem Handy angerufen. Die Polizei hatte halt meine Nummer durchs Internet, wo die Anzeigen immer gelaufen sind, durch die Werbung. Und hatte mich halt kontaktiert, dass ich bitte mich melden soll auf der und der Wache. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch gar nicht in Deutschland, ich bin im Ausland. Und dann habe ich war halt neugierig, was die von mir wollten, weil die wollten mir am Telefon keine Auskunft geben. Und dann bin ich halt zurückgeflogen und wurde halt direkt am Flughafen verhaftet. Okay. Wegen Steuerhinterziehung oder sowas? Was war das? Schlimmere Sachen, aber mit denen ich nichts zu tun hatte.
die haben mich halt mitgenommen, haben mich abgeführt, haben mich in U-Haft gesteckt und dann wurde ich halt von einem Haftrichter geführt, der mir dann meine Anklage vorgelesen hat. Waffenhandel im großen Stil und Drogenbesitz, also da ging es um einen Kilo Kokain und um 50 AK-47, die in meiner Wohnung gefunden wurden, von denen ich nichts wusste. Also ich wusste noch nicht mal, wo die waren. Wurden sie dir untergeschoben? Ja, wurden mir untergeschoben. Aus Rache, weil du abgehauen bist? Oder nee, wo ich noch bei ihm war. Nur ich habe halt gemerkt, irgendwas ist komisch, immer mehr Polizeieinsätze und... Achso, der hat die einfach bei dir zwischengelagert? Ja, ich wusste halt davon nichts. In Sporttaschen? Oder Koffern? Die waren halt in Doppelwände gewesen. Der hat halt auch mal eine Zeit lang die Wohnung renoviert. Achso. Und in der Zeit habe ich halt im Laden geschlafen und ich habe halt gar nichts davon mitbekommen. Überhaupt nichts. Wo ich in die Wohnung zurückkam, ist mir gar nicht aufgefallen, dass da 50 Zentimeter weniger in jedem Raum waren. Und 50 AK-47 ist eingemauert. So. Ja. Heftig. Ja, wusste ich nichts von. Und die Polizei wusste ja auch, dass es nicht meins ist. Die haben halt immer in der Haft versucht, mich zu überreden, dass ich eine Aussage mache. Aber ich war halt so manipuliert von dem Typen, dass ich halt gewartet habe, dass er mir einen Anwalt schickt. Und ich glaube, nach 2-3 Wochen habe ich halt gemerkt, es kommt kein Anwalt. Ich muss mich jetzt irgendwie aus dieser Sache rauskriegen, weil der Pflichtverteidiger, der mir zugeordnet wurde, hat halt gesagt, wenn ich jetzt nichts sage, kann ich meine 5 bis 10 Jahre dafür kriegen. Und solange es in meiner Wohnung gefunden wurde, die ich ja unterschrieben habe, ist es dann auch meins. Und die Polizei wusste natürlich, dass es nicht meins ist. Die wollten halt eine Aussage von mir haben. Die habe ich denen dann auch gegeben. Und so bin ich dann komplett von Hamburg weg, weil er mich halt gesucht hat. Aber bist du selbstständig weg oder hat dir die Polizei irgendwie geholfen? Die hat mir geraten dazu, die haben mir nicht geholfen. Die haben mir nur geraten, dass ich abhauen soll, dass ich woanders hingehen soll und ich dann Bescheid geben soll, wo ich mich aufhalte, dass sie deren Polizeistelle benachrichtigen, dass wenn was ist, dass die direkt mit dem Sonderkommando kommen und nicht nur mit dem Streifenwagen. Okay. Ja. Hast du der Polizei vertraut? Ja. Wie ging es dann weiter? Okay, du cruist durch Deutschland per Bahn, obwohl du kaum Geld hast? Zu der Zeit war ich halt noch ein bisschen mehr auf Tasche. Das war halt so, ich war ja insgesamt fast 10 Jahre im Milieu. So die letzten 3 Jahre vom Milieu war es dann für mich Armutsprostitution und davor war halt, dass ich genug Geld hatte, um mich zu versorgen. Okay, und obwohl du so viel ausgenutzt wurdest und die Preise immer weiter runtergingen, hast du es immer weiter gemacht? Ja, weil ich Angst hatte, obdachlos zu sein. Ich wollte nicht unter eine Brücke schlafen und schon mal gar nicht als Obdachlose mit einem Becher auf der Straße sitzen. Aber es gibt ja ein Sozialhilfesystem in Deutschland. Die kannte ich nicht. Kannst du nicht? Nein. Die Polizei sagt dir auch nicht, dass du bei gewissen Stellen anrufen kannst, wo du Hilfe kriegst oder ja. Du hast in all der Zeit auch niemand getroffen, der oder die dir gesagt hat? Die Streetworker, die halt zwischendurch mal vorbeikamen, die habe ich abgelehnt. Da habe ich gesagt, geh woanders hin, rede mit jemand anderes. Warum? Über deinen Jesus. Also auch die Geschenke, die ich bekommen habe, die haben ja oft immer Gastgeschenke gehabt, damit sie überhaupt wahrscheinlich reinkommen ins Bordell. Ja, da waren halt immer Karten von der Bibel oder von Jesus oder Gebete mit drin, mit denen ich halt einfach nichts anfangen konnte. Eher im Gegenteil, wenn ich das noch gelesen habe, wurde ich richtig wütend und habe mir nur gedacht, wie könnt ihr nur sowas mir geben? Was hat, wenn es wirklich Jesus und Gott geben würde, warum bin ich hier so? Ne? Also das war immer, ich habe oft in meinen Bordellzimmern gesessen und habe gebetet, warum? Und auch wo die Streetworker, die haben halt auch nicht mit mir gesprochen, haben gesagt, ey, wir kennen da eine Organisation, wo du hin kannst. Weil wenn sie auf mich zukamen, habe ich direkt im gleichen Gedanke schon direkt zu denen gesagt, Dankeschön. Habe das Gastgeschenk entgegengenommen und habe direkt gesagt, bitte geht weiter. Und das haben sie natürlich auch gemacht. Ne? Die wollten mich ja auch nicht bedrängen in dem Moment und sagen, ey, wir können dir aber helfen. Mhm. Das kam halt nicht, weil ich es nicht zugelassen habe in dem Moment, diese tiefen Gespräche oder
oder dass ich irgendeine Info von denen kriege. Ich habe halt gedacht, ja, es sind irgendwelche von der Kirche, schön, dass ihr ein gutes Leben habt, so, ne? Von mir wollen wir gar nicht erst reden, geht woanders hin. So, habe das Geschenk entgegengenommen, habe direkt gesagt, bitte geht. Wie du aus dieser ganzen Sache rausgekommen bist und wo du Hilfe gefunden hast, gehen wir gleich noch mit ein. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz verstehen, wie das so abläuft. Weil jetzt hat man erstmal den Eindruck, super tragisch, aber eigentlich machst du es ja freiwillig. Also du, klar, ohne die Geschichte mit deiner Mutter und wenn du irgendwie eine andere Perspektive gehabt hättest, hättest du es gemacht. Aber trotzdem war das nicht so, dass du zu dem Zeitpunkt sehr aktiv dazu gezwungen worden bist, könnte man sagen? Zu den Zeiten, wo ich einen Zuhälter hatte, schon, weil da gab es dann schon mal ein paar Tage, wo ich gesagt habe, ich will aber jetzt mal Urlaub machen, ich will frei haben, wo ich dann zu gedrängt und genötigt wurde, nicht frei zu machen. Das Geld habe ich auch nie freiwillig abgegeben. Also ich habe an meinem Geld gehangen und ich konnte mich dann auch irgendwann gar nicht so schnell von den Zuhältern befreien, weil ich halt irgendwann seelisch so kaputt war, dass ich gesagt habe, ach komm, ist nur noch Alltag. So, ne? Ob ich mich jetzt von dem verprügeln lasse oder von dem verprügeln lasse, macht keinen Unterschied. So, ne? Und ja. Wie hast du das, ist auch eine merkwürdige Frage, aber wie hast du das überhaupt körperlich gemacht? Also wenn man mehrere Männer am Tag hat, das muss doch, wenn man das mal so ausdrücken will, ziemlich wehtun nach einer Weile, oder nicht? Man stumpft vollkommen ab mit seinem eigenen Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen mehr gespürt, weil ich mich schon von morgens bis abends mit Drogen vollgepumpt habe. Also ich bin morgens noch nicht mal aufgestanden, ohne dass ich 2 Joints und ein halbes Gramm Kokain weggezogen habe. Erst dann bin ich aufgestanden und bin in der Lage gewesen, duschen gehen zu können, um mich fertig zu machen. Und das war dann halt auch, ich bin morgens aufgestanden, so gegen 10, 11 Uhr. Hab dann mich fertig gemacht, hab versucht, was zu frühstücken, was meistens nicht funktioniert hat. Also nach einer halben Banane war ich satt und hab dann angefangen zu arbeiten bis zum nächsten Morgen um 3, 4, manchmal auch 5 Uhr. Bin dann schlafen gegangen, hab 4, 5 Stunden geschlafen und bin dann wieder arbeiten gegangen. Also ich war nicht mehr, dass ich dann die letzten Jahre gesagt habe, oh, ich gehe jetzt mal dahin, guck mir das an. Ich war eigentlich nur noch in den Läden oder auf der Straße und war die ganze Zeit nur damit zugange zu arbeiten. Also ich habe manchmal bis zu 18 Stunden am Tag nur gearbeitet. Und den Rest der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, habe ich geschlafen. Krass. Wie viele Männer waren das etwa? Unterschiedlich. Mal schlechte Tage, da waren es halt auch mal nur 2, 3. Und bei guten Tagen bis zu 30 Kunden am Tag. Bis zu 30 Kunden am Tag? Mhm. Ja. Sind die manchmal übergriffig geworden? Also die Kunden bei mir nicht. Die haben sich nicht getraut, weil ich mich schon zu wehren wusste mit den Kunden. Ich von Anfang an meine Grenzen gesetzt habe, wenn was er darf, was er nicht darf. Und wenn überschritten wurde, habe ich halt die Security. Also in vielen Läden gibt es halt Security. Und dann kann man halt auf den Knopf drücken und dann kommen die sofort. Und dann habe ich ihn komplett nackig auf den Flur gestellt, damit er erstmal seine Bloßstellung vor den anderen Frauen kriegt. Und der ist natürlich nie wieder zu mir gekommen, aber mit einem Kunden habe ich nie, also ich habe schon mal Ärger gehabt, aber nicht, dass die mich angegriffen haben oder geschlagen haben. Also bevor der mich geschlagen hätte, hätte ich ihm wahrscheinlich ein Messer an die Kehle gehalten. Hattest du ein Messer da? Ich hatte immer Waffen an meinem Körper. Ich habe auch schon Schreckschusswaffen mit dabei gehabt, wenn Kunden zu mir reinkamen, wo ich wusste, okay, der sieht ein bisschen. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Und wenn mein Bauchgefühl gesagt hat, oh, da stimmt was nicht, dann habe ich zum Teil sogar extra entweder das Messer fallen lassen oder habe die Schublade weit aufgemacht, wo die Schreckschusswaffe drin gelegen hat. Und dann haben die eigentlich schon pariert. Ne? Also die hatten dann Angst vor mir, bevor ich Angst vor denen haben musste. Also ich wusste schon, wie ich mich schützen kann in dem Moment. Ich habe nur einmal, das war auf der Straße, einen Kunden das Messer ins Bein gerammt. Ja, als Notwehr, weil er wollte mich vergewaltigen. Er wollte nicht bezahlen und ich habe mich halt mit Händen und Füßen gewehrt und konnte in dem Moment noch in meine Jacke greifen und ihm, das war halt nur ein kleines Schweizer Taschenmesser, ne? Aber das hat genug wehgetan, dass er nicht die Polizei gerufen hat und ich sofort aus dem Auto rausspringen konnte und weglaufen konnte, weil er konnte sich ja nicht mehr bewegen mit dem Messer im Bein. Ja.
ganze Szene, was ist jetzt so dein Eindruck? Sind die meisten Leute eigentlich ähnliche Fälle wie du? Hat sich was geändert? Nee. Okay. Also ich kann sagen, dass ich in den ganzen 10 Jahren nicht eine Frau erlebt habe, die gerne die Arbeit gemacht hat. Nicht eine. Unter Hunderten oder Tausenden? Tausende. Ich habe so viele Frauen in den ganzen Jahren. Ich habe ja zum Teil in Großbordelle gesessen, wo 200, 300 Frauen gearbeitet haben und nicht eine hat das freiwillig gemacht, ihr Geld abzudrücken. Und hast du Freundinnen manchmal gewonnen? Die letzten Jahre nicht mehr, weil alle Freundinnen, die ich zu der Zeit, wo ich in Hamburg war, kennengelernt habe und für mich gute Freundinnen geworden sind, die haben sich alle umgebracht im Milieu. Die haben sich alle umgebracht? Mhm. Die haben alle Selbstmord begangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Wie viele waren das etwa? 4 Stück. 4 Stück? Mhm. Das heißt, du hast praktisch mit niemandem mehr Kontakt aus der Zeit? Mhm. Weil alle, mit denen du noch Kontakt hattest, die haben sich umgebracht. Und dann hattest du 6 Jahre lang fast eigentlich gar keine Freunde mehr? Nee. Gar keinen freundschaftlichen Kontakt zu niemandem mehr. Ich war halt nur noch ich und mein Hund. Also ich habe viele Jahre immer Hunde mit in den Bordellen gehabt. Jetzt lebt so ein Hund ja ein bisschen länger eigentlich als 6 Jahre. Was ist mit ihm passiert? Zum Teil habe ich sie dann weggegeben, wenn ich gemerkt habe, es wird gerade schwierig bei mir. Und ein Hund wurde beim Polizeieinsatz erschossen. Polizeieinsatz, das heißt, es gab manchmal Razzias? Ja, bei meinem damaligen Zuhälter zu Hause. Die Polizei wollte ihn festnehmen. Dem Hamburger Zuhälter? Nee, einen anderen. Ein anderer? Ja, mein Loverboy, mit dem habe ich in der Wohnung zusammen gewohnt und dachte, das ist ja alles eine schöne Liebesbeziehung, was am Ende nicht so war. Okay, nochmal ganz von vorne genau diese Geschichte. Weißt du, in welcher Stadt das war? Ja, in Bochum. In Bochum, okay. Also du bist da frisch damals nach Bochum dann gekommen? Ja, wegen ihm bin ich nach Bochum gegangen. Wo hast du ihn kennengelernt? Bei Badoo. Badoo? Ja, das ist so eine Online-Dating-Plattform. Du warst trotzdem noch auf einer Online-Dating-Plattform? Ja, weil ich halt immer nach Liebe gesucht habe, so, ne? Also aber wirklich nach wirklicher Liebe und das war jetzt nicht Business? Ja. Und ich habe halt irgendwie immer die Männer bekommen, die mit Milieu zu tun hatten, weil ich war halt immer schon direkt, habe gesagt, ich mache das und das und das. Viele haben sich danach nie wieder gemeldet. Und weitergemeldet haben sich halt natürlich genau die Männer, die mit dem Milieu was zu tun hatten, weil, ja. Okay, und dann hat er geschrieben, gar kein Ding, ich bin damit okay, du kannst es, will gerne weitermachen. Dann haben wir uns halt oft getroffen und dann, wo es dann Richtung Liebesbeziehung, für mich Liebesbeziehung ging, haben sie mich dann halt anders manipuliert, dass ich gedacht habe, okay, der braucht jetzt meine Hilfe, ich muss weiter anschaffen gehen. Also wirklich dieses typische Ding, so mit, oh, ich schulde da jemandem Geld, könntest du für mich und so. Und das ist einfach nur ein paar Mal und dann ist Geld abbezahlt und die gehen ja sonst an den Kragen. Oder? Ja, war ja nicht mehr schwierig, mich zu überreden, weil ich kam ja aus der Szene so, ne? Ja. Der hat dann halt gesagt, ich brauche deine Hilfe, ich gehe auch noch weiter arbeiten und ja. Und das ist dir aber nur das eine Mal passiert? Einmal der Loverboy und der Rest waren immer Rocker. Aus der Rocker-Szene? Hells Angels oder so? Mhm. Krass. Ja. Und wie bist du da überhaupt wieder weggekommen? Zum Schluss bin ich von den Hells Angels weggenommen worden. Was heißt weggenommen, sondern mir wurde dort geholfen durch Streetworkern, die mich dann rausgeholt haben. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Wann ging das los, dass du das erste Mal probiert hast, rauszukommen? Ende 2017, Anfang 2018 war mein erster Ausstieg. Okay, es gibt mehrere Ausstiege. Ja. Scheinbar, wie das funktioniert, da kommen wir gleich drauf. Was war der Auslöser? Wo warst du zu dem Zeitpunkt? Der Auslöser war, ich war bei einem Rocker halt gewesen, der mich die Nacht verprügelt hat und wo ich dann Selbstmordgedanken hatte und wusste, es gibt dort eine Nummer, die mir früher mal von einem Streetworker-Team zugesteckt wurde. Die habe ich halt die ganzen Jahre irgendwie behalten, weil da war halt kein Jesus drauf. Im Portemonnaie oder sowas? Ja, die war halt in meinem Kosmetikmäppchen und die habe ich halt über die ganzen Jahre behalten. Und irgendwann wusste ich, da gab es doch eine Nummer und die habe ich angerufen. Und die haben mir sofort geholfen. Weil du nicht so werden wolltest wie die 4 Freundinnen, die sich schon umgebracht haben. Mhm.
Und wie lief das ab? Der Typ hat dich verprügelt. Am nächsten Tag hast du dann beim Spazierengehen, weil du... Nee, er hat mich halt verprügelt und ich glaube, der war eine Stunde aus meiner Tür raus. Da war ich halt im Badezimmer, wollte mir halt Medikamenten. Ich war halt viel am Überlegen, also eigentlich so 10.000 Gedankengänge gleichzeitig. Der Selbstmord war für mich eigentlich nur noch so der letzte Notgroschen, um nichts mehr zu fühlen. Und dann habe ich halt das Kosmetikmäppchen gesehen und habe gesagt... Kurz vorm Selbstmord eigentlich. Mhm. Und dann habe ich halt das Mäppchen gesehen, habe ich gesagt, nein, du rufst jetzt erst diese Nummer an. Und dann ging auch sofort jemand dran, obwohl es mitten in der Nacht war. Und wie viel Uhr ungefähr? Ich weiß nicht, ich glaube so 3-4 Uhr war es ungefähr gewesen. Und ich habe dort angerufen und es ist sofort jemand ans Telefon gegangen. Was hast du gesagt? Ich brauche Hilfe? Ich brauche Hilfe oder ich bringe mich selbst um. Okay, das ist eindeutig, ja. Ja, und dann haben die halt gefragt, also diese Frau hat mich halt gefragt, wo ich gerade bin. Und ich weiß noch, das war in Wolfsburg gewesen und ich hatte damals diese Karte in Braunschweig bekommen. Und die sind ja, glaube ich, nur so 30 Kilometer liegt das auseinander. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Taschen packen. Ich rufe dir ein Taxi an und du kannst sofort zu unserer Notunterkunft kommen. Und keine Ahnung, wie von Gott gewollt, dass es wirklich nur so eine kleine Strecke ist, dass die mir wirklich direkt helfen konnten, anstatt zu sagen, wir holen dir morgen früh ein Zugticket, du musst durch ganz Deutschland fahren. Wo ich echt sehr dankbar war, dass ich sofort dorthin konnte und mir sofort geholfen wurde. Ja. Das war dann ein Schutzhaus? Ja. Wie bist du da willkommen geheißen worden? Das Taxi hält da vor dem Haus? Also die haben mich erst zu ihrer Büroadresse geschickt, weil es ist ja eine Schutzadresse. Und dann hat sie halt erstmal meine Taschen kontrolliert, dass ich keine Drogen und starke Medikamente und kein Alkohol mit ins Haus nehme. Und danach haben sie halt gefragt, ob ich zum Arzt möchte, ob ich ins Krankenhaus muss, was ich natürlich nicht wollte in dem Moment. Dann haben sie mir noch was zu essen gemacht, weil ich hatte Hunger. Und dann ja, haben sie mich sofort aufgenommen und mir ein Zimmer zugeteilt, wo ich dann schlafen durfte und auch jemand mit bei mir im Zimmer geschlafen hat, weil ich gesagt habe, ich halte die Nacht nicht alleine aus. Ich weiß nicht, ob ich mir doch was tue oder doch nicht tue. Also eine Betreuerin, die genau, die hat dann mit mir dort geschlafen und am nächsten Tag haben wir halt ein bisschen gesprochen, ob ich wirklich den Ausstieg möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte was anderes wie das. Und dann haben die mich von Braunschweig, weil Braunschweig war halt zu nah dran, in eine andere Organisation geschickt. Da haben sie mich nach Mission Freedom geschickt. Bei denen war ich, glaube ich, etwas mehr wie einem Jahr, bis ich dann wieder zurückgegangen bin. Was heißt zurück? In dem Jahr bei Mission Freedom bin ich auch 3-mal zurückgegangen. Also ich habe 3-mal abgebrochen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es einfach betreutes Wohnen? Also es ist halt ein Schutzhaus, wo halt mehrere Mitarbeiter sind und die Frauen halt jeder sein Zimmer hat und wo man halt probiert zu stabilisieren und zu gucken, was braucht derjenige. Ich habe mich wohlgefühlt, aber ich kam mit mir selbst nicht klar, mit den ganzen Emotionen, die hochgekommen sind. Jahrelang hast du keine Emotionen gehabt und plötzlich kommen Emotionen hoch. Ja, weil ich ja clean war, also Drogen nicht genommen habe. Und umso cleaner ich wurde, umso schlimmer wurde es für mich, das auszuhalten. Und halt auch nach so vielen Jahren Drogenabhängigkeit ist es nicht einfach zu sagen, Drogen, tschüss. Hatte mehrere Rückfälle mit Drogen bei Mission Freedom, aber ich bin auch immer ehrlich gewesen und habe mit den Leuten gesprochen und ich wurde auch nie abgeschoben oder so. Die haben immer gesagt, dass sie mir helfen wollen und ich soll einfach sagen, was ich gebrauchen kann, damit ich aufhöre damit. Und ich bin halt dann in der Therapie gewesen, in der Traumaambulanz und habe Traumatherapie angefangen und habe es halt trotzdem nicht ausgehalten, keine Drogen zu nehmen. Und, also es war wirklich das erste Mal eigentlich, dass du in all den Jahren Therapie angefangen hast, mit jetzt Ende 20 dann zu dem Zeitpunkt. Ja. Mhm. Wie häufig war die Therapie? Ich war 2-mal die Woche da. 2-mal die Woche da. Mhm. Und wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt? Oh,
Achterbahn der Gefühle. Also mal ging es mir einen Tag echt gut, den nächsten Tag ging es mir gar nicht gut. Dann den nächsten Tag übelst krassen Suchtdruck. Und ich konnte halt nie in dem Moment, wo ich merkte, okay, ich kriege jetzt gerade Druck, ich gehe jetzt zu einem Betreuer und versuche mit ihm zu reden, sondern ich bin rausgegangen, bin zum Bahnhof gefahren, habe mir irgendwo Drogen besorgt und das Bahnhof war die Anlaufstelle eigentlich. Ja. Und habe die dann konsumiert und bin wieder zurückgegangen ins Haus. Ne? Was für Drogen? Kokain meistens? Kokain und Marihuana. Mhm. Ja. Und dann haben die Pfleger natürlich sofort gemerkt. Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Ich habe es dann irgendwann denen gesagt, dass ich nicht clean bin. Und da bin ich halt auch oft, wo ich dann dreimal abgebrochen habe, wo ich gesagt habe, ich packe jetzt meine Koffer, ich gehe, weil ich Fluchtmensch halt bin. Wenn es mir gerade nicht passt, dann packe ich und tschüss. Und dann bin ich jedes Mal ins Milieu zurückgegangen, habe dann irgendwo in einem Bordell gesessen. Die vom Schutzhaus haben aber trotzdem weiter mit mir Kontakt gehalten und haben gesagt, du kannst immer wieder zurückkommen, wenn du zurück möchtest. Wir gucken, dass du sofort wieder zu uns kommen kannst und wir halten dir das Zimmer jetzt erstmal 2 Wochen frei. Und wenn du in den 2 Wochen zurückkommen möchtest, haben wir den Platz für dich. Und dreimal bin ich dann nach einer Woche, habe ich dann wieder angerufen, habe gesagt, ich bin dort und dort, ich habe aber gerade kein Geld mehr, ich möchte doch zurück. Und die haben mich halt immer wieder abgeholt. Und ähnliche Situation, du warst gerade praktisch wieder bei einem Bordell gelandet oder ja, so. Ja, und dann die haben mich immer wieder abgeholt. Persönlich oder Taxi bestellt? Persönlich. Nee, persönlich. Die einmal, gleichen Leute? Ja, einmal sind sie fast 300 oder 400 Kilometer gefahren, um mich abzuholen. Wahnsinn. Das ist schon also beeindruckende Menschen auf jeden Fall. Aber die waren mir auch nie böse. So, ne? Die haben immer gesagt, dass sie mich verstehen, dass das nicht einfach ist und dass das normal ist, dass man anfängt und abbricht und wiederkommt und nochmal abbricht. Und ich habe halt immer gesagt, nach dem ersten Mal abbrechen habe ich halt gesagt, nein, ich breche nicht mehr ab. Aber es war dann noch 2-3 Mal, bis dann die von Mission Freedom mir gesagt haben, dass das so nicht weitergehen kann nach über einem Jahr, dass wir was ändern müssen und wir uns eigentlich beide dazu entschieden haben, dass ich ausziehe. Und ja, dann bin ich ausgezogen und bin dann halt wieder direkt ins Milieu zurück. War dann, glaube ich, Warte, nachdem die ein ganzes Jahr in dich investiert haben, meinten die, das ist hoffnungslos im Moment? Nee, das nicht. Sondern ich glaube, wir waren an dem Punkt, dass ich realisieren musste, was ich möchte, was ich nicht möchte. Die hätten mich natürlich gerne weiter dort behalten und gesagt, mir geholfen. Ne? Also die wollten mich nicht loswerden oder so, sondern ich habe einfach nicht mehr mitgearbeitet. Ich habe mir Sachen geleistet, die eigentlich nicht gehen, die ein Regelbruch in den Regeln dieses Hauses sind. Aber die waren halt immer gut zu mir, auch wo ich abgebrochen habe und wo ich das letzte Mal gegangen bin bei denen. Wir haben immer Kontakt gehalten. Die haben mindestens einmal im Monat bei mir nachgefragt, wie es mir geht, was ich mache. Wenn ich gefragt habe, was kann ich gerade tun, haben sie mir Tipps gegeben. Aber ich glaube, ich bin erst nach einem Jahr oder anderthalb Jahre habe ich wieder dort angerufen und habe gesagt, Leute, mir geht's richtig scheiße. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich möchte raus hier. Ich möchte das nicht mehr. Also du warst fast ein Jahr in dem Schutzhaus, dann bist du wieder fast ein komplettes Jahr im Milieu gewesen und dann hast du den Schuss gefasst zum vielten Mal. Ja. Ich will da raus. Ich möchte da raus und dann haben die mir, also ich habe dann mehrere Webseiten aufgerufen im Internet, habe mir die durchgelesen und habe dann halt mit einer Mitarbeiterin von Mission Freedom gesprochen, habe gesagt, ja, was würdest du mir raten? Und dann hat sie halt gesagt, ich soll auf mein Herz hören, was mein Herz mir sagt. Und ja, dann kam halt die Webseite von Hope. Die hat sich dann für mich dort gemeldet und ich habe aber auch im gleichen Moment eine E-Mail geschrieben und am nächsten Tag wurde ich dann schon von Hope in Düsseldorf abgeholt.
Mit einem Auto? Ja. Mhm. Also eine Frau wahrscheinlich, die dich im PKW abgeholt hat? Ja, zwei Betreuerinnen haben mich mit einem Auto abgeholt. Und dann ist mir eine lange Autofahrt? Ja. Was habt ihr so geredet? Ich habe nur geheult. Ich habe die ganze Autofahrt nur geheult. Und dann wollten sie, möchtest du was essen? Und ich so, nein. Obwohl du so abgemagert warst. Ja, ich war halt voll dankbar. Ich habe die ganze Zeit mich entschuldigt im Auto, das weiß ich noch. Warum ich so weine und dass ich kein Geld fürs Ticket hatte, dass sie gekommen mussten, um mich zu holen. Und, hast du dich wieder geschämt? Ja. Mhm. War das der Hauptauslöser für das ganze Wein oder war da noch was anderes? Nee, weil ich mich dankbar war. Dankbar, dass Menschen für mich so weit fahren, um mich rauszuholen. Hm. Also das ist krass, schon vorhin, als du einmal ganz kurz Hope angeschnitten hattest, hattest du auch schon leichte Tränen in den Augen und jetzt wieder. Also das ist irgendwie was ganz anderes als bei all den anderen Personen, über die wir bisher geredet haben. Was ist das? Zu Hause. Zu Hause. Eigentlich das erste Mal so richtig, oder? Ja, und im Moment ist halt auch Abschied für mich von Hope. Ach so. Meine Reise geht halt ein bisschen weiter noch. Ich gehe auch in ein christliches Haus, aber in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Was für mich und mein Baby halt im Moment gut ist. Ja, wenn ich auch Kontakt, schon wieder Mutter geworden. Ja, wenn ich halt Kontakt zu anderen Müttern habe. Und ich gehe mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge. Ja. Richtig toll. Ja. Okay, also du bist zu Hope gekommen. Und jetzt, ich weiß nicht, weißt du, wie die Ausstiegsraten sind aus dem Milieu, abgesehen von Selbstmord? Nee. Wir werden später noch ein Interview mit deiner Betreuerin haben oder zumindest eine, die Hope repräsentiert in der Öffentlichkeit, der Katja. Und der werde ich die Frage nochmal stellen. Das Video werden wir ganz am Ende auch nochmal verlinken. Aber es sind super wenig Frauen, die rauskommen, weil es, wie du selber schon gemerkt hast, ist ein absoluter Kampf. Und es braucht irgendwo auch ganz viel in der inneren Veränderung, die nach so vielen Jahren unglaublich schwierig ist. Ja, das stimmt. Wie bist du diesen inneren Weg gegangen? Also du hattest eine Therapie, du hattest diese Leute, die sich dann um dich gekümmert haben. Wo ich Jesus kennengelernt habe, hat auch viel bei mir bewirkt. Wo ging das los? Also ich meine, du warst eigentlich die Person, die keinen Flyer haben wollte, wo irgendwie dieser Name Jesus drauf stand. Ja, ja. Warum hast du dann, das waren alles christliche Organisationen, die dich mitgenommen haben, warum hast du dann gesagt, okay, ich höre mir das mal an oder ich setze mich damit mal auseinander, anstatt das gleich alles wieder in die Mülltonne zu hauen? Das war bei Mission Freedom, wo ich in dem Schutzhaus war. Die haben mir natürlich nicht Jesus aufgezwängt oder so, aber da fing es halt an im Hintergedanke, okay, die reden alle immer mit Jesus, aber für mich war es nichts, was mich angesprochen hat. Und dann gab es halt eine Situation, da stand ich am Hauptbahnhof in Hamburg und habe mich mit einer Praktikantin getroffen von Mission Freedom. Und ja, ich hatte halt ganz viele Drogen in meiner Tasche. Und da hat halt so eine Stimme in meinem Kopf gesagt, dass ich doch bitte meine Drogen ihr geben soll. Und dann habe ich da am Bahnhof mit mir selbst innerlich diskutiert und habe gesagt, wo kommt diese Stimme her? Weil die Stimme kenne ich nicht so. Hamburger Hauptbahnhof. Ja. Ja, krass. Mit der großen Uhr da hinten und so. Ja, mitten in der Wandelhalle. Ja. Und dann kam sie und meine Hände waren nur noch am Schwitzen und die Stimme wurde immer lauter, dass ich doch jetzt die Drogen abgeben soll. Und dann habe ich halt gesagt, ich so, scheiße. Ich so, Judith, ich muss dir was geben. Und ja, ich habe ja alle meine Drogen in die Hand gedrückt. Und sie war komplett überfordert? Das nicht, aber sie war sprachlos und hat gesagt, dass das gut von mir ist, dass ich sie jetzt ihr gegeben habe. Und dann sind wir halt ins Haus gefahren und haben uns halt ein bisschen hingesetzt. Und sie hat gefragt, warum ich ihr das gegeben habe. Und dann habe ich ihr gesagt, dass das eine Stimme in meinem Kopf war, die das gesagt hat. Und dann hat aber auch die Stimme zu mir gesagt, wenn du ja jetzt schon mit der Praktikantin sprichst, dann kannst du ja auch in die ICF mit ihr gehen.
Und dann bin ich am nächsten Tag mit ihr in die ICF gegangen in Hamburg. Spannend, das ist die Gemeinde, in der sich Philipp auch hat taufen lassen. Also nicht in Hamburg, aber in Heidelberg. Ja, ich war in Hamburg beim Theater, bei dem Aladdin-Haus in der ICF. Und es war nicht unangenehm, der erste Besuch in der Gemeinde. Ich habe eigentlich Rotz und Wasser geheult, weil genau der Prediger was gesagt hat, was mich halt komplett in der Predigt angesprochen hat und wo ich gesagt habe, okay, woher soll der wissen, wer ich bin und so. Aber es hat halt komplett auf mein Leben gepasst, das, was er gesagt hat. Und ich war total überfordert am Anfang mit der Predigt und habe da ein paar Tage gebraucht. Und dann haben wir halt von Mission Freedom gesagt, ich sollte doch nochmal eine Entgiftung machen, wo ich dann 2 Wochen in der Entgiftung gegangen bin, aber halt immer mehr über Jesus wissen wollte und Gabi und die anderen Mitarbeiter terrorisiert habe, kann ich wieder in die Gemeinde gehen? Okay. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Und dann habe ich einen Traum mit Jesus gehabt und ja, dann hat die Gabi Wendland gefragt, ob ich mich nicht taufen lassen möchte und habe ich mich taufen lassen bei ihr. Auch ein sehr schöner Moment. Ja, bin ich dankbar, weil meine Taufe war für mich befreiend. Ich habe vorher immer viele Dämonen und so gesehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich nach der Taufe war, nichts mehr. Gar nichts mehr. Das war wie weggeblasen. Also. Selbst nach der Zeit, als du noch Drogen genommen hast, dann wieder im Milieu? Ja. Gar nichts mehr. Nee. Krass. Also, wann fing das an, dass du das erste Mal irgendwie sowas Schon als Teenager. Schon als Teenager. Mhm. Wahrscheinlich auch auf einem Drogentrip oder so. Dann auch wenn ich nicht high war. Auch wenn du nicht high warst. Wie sieht das aus? Wie kann man sich das also vorstellen? Also so Schattengestalten, die ja auf mich zukamen und mich beobachtet haben. Und ich habe auch öfters mal also ich habe immer gesagt, das ist mein Poltergeist so in der Wohnung gehabt, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, da waren alle meine Küchenschränke auf und alles lag auf dem Boden, wo gar kein Windstoß war und auch mein Hund hat nachts immer geknurrt und so, also der ist nicht mehr aus dem Schlafzimmer rausgegangen und der hat komplett vor der offenen Schlafzimmertür und die ganze Nacht nur geknurrt und ich habe halt immer mit dem Poltergeist, für mich Poltergeist, ich habe immer gesprochen damit. Ich habe es halt nicht als schlimm empfunden. Der hat einen Namen, der hieß Fridolin. So. Nee, echt? Ja, und für mich war es halt Alltag so, ne? Also, dass das bei mir war. Und ich habe auch zum Teil gedacht, dass das meine Tante ist. Meine Tante war Satanistin. Und die hat sich umgebracht für den Satan. Und ich habe halt immer gedacht, die passt auf mich auf, so, ne? Okay, du meinst, du hast ihn oder sie immer Fridolin genannt. Ja. Mit wem hast du denn darüber geredet? Mit niemandem. Mit niemandem? Nee, manchmal haben es auch Freundinnen von mir aus dem Milieu mitbekommen. Dann ging das auf einmal los. Wie hat man das mitbekommen? Da sind Töpfe geflogen in der Küche. Echt? Ja, wir waren im Wohnzimmer am Reden und auf einmal sind die Töpfe von einem Schrank geknallt. Ja. Und dann seid ihr in die Küche und da war niemand? Nee. Aber Töpfe aus dem Schrank draußen. Ja, ja. Und das war in Hamburg? Nee, das war im Milieu, wo, ich weiß gar nicht, ich glaube in Dortmund war es. Okay, aber trotzdem kein Erdbebengebiet. Also. Nein, nein, überhaupt nicht. Okay, also diese Sachen haben dich immer mal nebenbei verfolgt? Ja, ja. Oder begleitet? Ja, die ganzen Jahre. Bis ich halt mich taufen lassen habe, seitdem ist und das dann nicht mehr. Von einem auf den anderen Tag weg, wirklich sofort? Ja. Das ist super, super krass. Also schon sehr abgefahren. Hattest du so eine Erwartung, dass sowas sein könnte? Ja, ich habe darum gebeten, dass das aufhört. Es hat sich viel getan. Du bist dir mit dem Glauben manchmal immer noch nicht so ganz so sicher, aber auf jeden Fall sicher genug, dass du weißt, du willst das und es hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Ja. Und es soll auch zukünftig ein Teil sein. Ja. Was wäre, wenn diese ganzen Glaubensstories gar nicht da gewesen wären? Weißt du, das wär dann wäre ich immer noch im Milieu. Wärst du immer noch im Milieu? Ja. Warum? Weil von alleine hätte ich es nicht geschafft. Weil es gibt ja keine anderen, die ins Milieu gehen, die nicht an Jesus glauben. Also eine normale Frau, die jetzt, sagen wir mal, bei Lidl arbeiten tut, die würde nicht ihre freie Zeit noch opfern,
um auf die Straße zu gehen, um zu sagen, ey Mädel, also ich kann dir helfen. Das würde ein normaler Mensch, der nicht mit Jesus geht, machen. Okay, also was für unnormale Menschen das machen, das werden wir gleich sehen. Wir führen gleich noch ein Interview mit Katja. Katja ist eine Repräsentantin von HOPE, der Organisation, bei der du mit bist. Und das laden wir dann das nächste Mal hoch. Jetzt noch die Frage, deine Tochter ist etwa 3 Monate. Du willst das alles aufarbeiten mit dem Schuldenberg, Therapie-Sessions. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Also in 5 Jahren, dass es meiner Tochter gut geht, dass es mir gut geht, dass ich keine Schulden mehr habe, dass ich vielleicht im Sicherheitsdienst arbeite. Also das wäre ein großer Wunsch von mir, im Sicherheitsdienst zu arbeiten. Was für ein Sicherheitsdienst? Ich würde gerne Geldtransporter fahren. Ach, krass. Hätte ich voll Lust zu. Mit deinem Vergangenheit, interessant. Ja, oder Gebäudesicherung würde ich auch gerne machen. Aber da kennst du dich ja aus eigentlich in den Wochen. Nee, nicht wirklich, aber das würde mich interessieren. Und ich würde halt, je nachdem wie heile ich bin, gerne ein Buch über mein Leben schreiben, um später auch vielleicht Aufklärungsarbeit zu machen, zu den Frauen zu gehen oder auf Bühnen zu stehen und zu sprechen für die Frauen von der Straße. Wenn du es mit dem Buch vorhast, sag mal Bescheid. Und letzte Frage. Andere Frauen, es wird leider vielleicht auch einen kleinen Prozentsatz geben, vielleicht nicht groß, aber vielleicht einen kleinen Prozentsatz, der auch dieses Video guckt. Und die noch im Milieu drin sind oder immer wieder rückfällig werden. Was würdest du denen raten? Durchhalten. 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 In sich gehen, was man möchte, was man nicht möchte. Und sich nicht schämen. Hilfe suchen vielleicht? Ja, also wenn man sich Hilfe sucht, dass man sich nicht schämt dafür, sondern dass man eigentlich das Gegenteil tut. Man soll sich freuen darüber, wenn man weiß, ich möchte das nicht mehr und sich wirklich Hilfe sucht und nicht direkt bei der Polizei sich die Hilfe sucht, weil die haben mich so oft einfach nur abgewimmelt, sondern dass man im Internet nach Streetworkern guckt oder auf der Straße, wenn man angesprochen wird, dass man zu den Streetworkern nochmal hingeht und nachfragt. Gibt es da so eine zentrale Nummer oder so, bei der man sich vielleicht melden kann? Die könnte, glaube ich, die Katja später geben. Okay. Hab's gerade gar nicht mehr. Gut, falls es die gibt, dann blenden wir die jetzt hier nochmal ein. Und falls du betroffen bist, bitte melde dich da. Du zeigst, es ist möglich, man kann Familie gründen. Es ist leider nicht immer auf Schlag, so wie bei deiner Taufe, aber mit langer Zeit ist es machbar und dranbleiben. Ich danke dir für deine Zeit. Ultra, ich könnte noch stundenlang weiterreden, denn ich habe noch so viele Fragen im Kopf, aber wir sind sowieso schon drüber und. Gerne. Ja, wirklich, es ist unfassbar, was du durchgemacht hast und wie du davon erzählst. Und die schlimmsten Sachen hast du gar nicht erzählt zu deinem Schutz. Ja. Und ich hoffe, dass du noch viele Menschen damit inspirieren kannst, ermutigen kannst und von deinen Erfahrungen ich hoffe auch. Teilen kannst und anderen Menschen helfen kannst. Hier verlinken wir euch das Video von Katja. Schau dir das gerne an, falls du es noch nicht sehen kannst, dann, weil wir es noch nicht hochgeladen haben. Aber was du machen kannst, ist, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken und dann wirst du benachrichtigt, sobald es da ist. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einem Like und schreib auch gerne in die Kommentare, was für Fragen du an solche Personen hättest. Und vielleicht können wir nochmal wieder ein Interview möglich machen, eventuell aus verschiedenen Perspektiven. Da kommt sicher nochmal was. Und dann freue ich mich darauf, was die Zukunft noch bringt. Alles Gute, bis bald.